einer Familie. Drei Generationen im Dienste der Hebräischen Universität Jerusalem. Michael Zohari, 77 Jahre alt, Professor der Botanik, Pionier der Pflanzenkunde, seit 8 Jahren emeritiert, aber noch immer aktiv und voller Energie. Er kam 1925 im Eröffnungsjahr der Universität ins Land. Damals war die Flora Palästinas noch kaum erforscht. Mit der Ausbildung der ersten Studenten begann die botanische Abteilung 1932 und Professor Michael Zohari war ihr Lehrer. Sohn Daniel, geboren 1926 in Jerusalem, trat in die Fußtapfen seines Vaters. Seit 1970 ist Daniel Zohari Professor für Genetik und leitet die Versuchsstation in Talpiot. Er zählt zu den angesehensten Vertretern seines Faches. Enkelin Tamar Zohari studiert im zweiten Jahr Psychologie und der Familientradition folgend auch Biologie an dieser Universität. Wie viele ihrer Kollegen pendelt auch sie zwischen dem Campus in Givat Ram und dem Scopus hin und her. Die einmalige Schönheit dieser Stadt kompensiert vieles, was der moderne Großstadtverkehr auch in einer Stadt wie Jerusalem an Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Für Tausende von Studenten des In- und Auslandes ist der Scopusberg zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Hier oben arbeiten bereits Juristen, Archäologen und Pädagogen sowie das Harry S. Truman Institut und die School for Overseas Students. Hier wohnen die Studenten in modernen Gebäuden. Hier spielt sich ihr Alltag, ihr Privatleben ab. Ein Leben, das sich schwer mit der Situation der Jugend in anderen Ländern vergleichen lässt. Da das Stipendienwesen noch nicht genügend entwickelt ist, müssen mehr als 70% der israelischen Studenten neben ihrem Studium hart arbeiten. Für Zerstreuung und Vergnügen bleibt wenig Raum und noch weniger Gelegenheit. Höchstens einmal im Jahr, zum Purimfest, ist es anders. Neben anderen Kunstfächern hat auch das Bewegungstheater in seiner modernen Form einen festen Platz an der Universität. Two and right, two, three, four, and jump, two, three, four, and one, two, and one.
year, the University Theatre Department is going to put on Christopher Marlowe's Jew of Malta, and I'm lucky enough to be the one who's going to direct it. In diesem Jahr führt die Theaterabteilung der Universität Christopher Marlowes Der Jude von Malta auf. Ich bin sehr glücklich, diejenige zu sein, die Regie führt. In diesem Fall arbeiten arabische und hebräische Studenten zusammen, aber auch einige Studenten aus Übersee. Und das Thema des Stückes bezieht sich auf Krieg, auf Juden, Christen und Araber. Diese Tatsache ist für uns alle von Bedeutung, da sich die Proben heute auf einem realistischen Hintergrund abspielen. Durch den Text, der vor 400 Jahren geschrieben wurde, ist es möglich, den Sinn, die Probleme unserer gegenwärtigen Situation zu analysieren. Wir haben erkannt, dass der zeitgeschichtliche Aspekt eine bedeutende Auswirkung nicht nur auf die Arbeit des Ensembles, sondern auch auf das Publikum hat. That this contemporary approach has given great impact to the work, not only for the participants, but also for the audiences. Politisches Engagement ist unter den Studenten aufgrund der enormen Belastungen gering. Nur hin und wieder spürt man etwas von dem Interesse an politischen Vorgängen, wobei man sich dann aber freimütig und selbstbewusst zeigt. Moshe Dayan verteidigt seine Position, er rechtfertigt seine Haltung im Zusammenhang mit dem Yom Kippur-Krieg und weist seine Kritiker zurück. Hier einige Eindrücke aus der Diskussion mit Studenten im Wise Auditorium. על הסיכויים להסדר בינינו לבין הערבים. ואם אתה לא תאריך, אז אני אגמור את הפתיחה בחצי שעה, ואחר כך בחצי השעה השנייה תשאלו כל מה שאתם רוצים. תודה. אני לא התכוונתי אליך, אבל אין דבר. נראה טוב. אתה עוסק חדשות מוכרים בשיפור תדמיתך הרעועה. סליחה. אני אחזור על החישוב. יש לי רושם מר דיין, שמאז מלחמת יום הכיפורים, פתחת במסע לשיפור תדמיתך הרעועה. אתה מסתתר מאחורי סינורה של אמא אגרנט, ולאחרונה ישבת... אבא אגרנט. אמא גולדה אבא אגרנט. על הקתדרה האוניברסיטאית, תוך כדי גילויים חדשים, שונים ומשונים. רבותיי. שאל. אני מצפצף הרבה יותר זרקו אליי עכשיו. אני חשבתי, חושב גם עכשיו, שבדיוק על השאלות האלה אני צריך לענות וחייב לענות, ובשבילם קמה ועדת אגרנט. והיא לא השתמטתי מכך. זה הונאה, דרעי. זו הונאה, יכול להיות. אני בטוח שפה באולם יש אנשים הרבה יותר מוצלחים ובקיאים מוועדת אגרנט. אבל לכל הפחות חסר להם דבר אחד, לשבת ולשמוע את מה שהיה. ובכן, לוועדת אגרנט היו לפחות שלושה יתרונות. אחד, היו בהם חמישה אנשים לא מהגרועים ביותר במדינת ישראל. בכל אופן, כך חשבו לפני שהם קבעו את המסקנות. שנית, הם ישבו 14 חדשים, ושמעו את הרמטכ"ל, ושמעו את ראש אמ"ן, ושמעו את מוטי אשכנזי, ושמעו את כל מי שחשב שיש לו מה לומר שם. תודה לכם. נא לשבת עד שנצא. Zu den speziellen Problemen der israelischen Studenten befragten wir David Asulim, den Sprecher der Studentenvertretung dieser Universität. Im Gegensatz zu den Studenten im Ausland hat der israelische Student echte Probleme. Vor allem ist der israelische Student Soldat, der erst mit 21 Jahren an die Universität kommen kann und dann lernen, arbeiten und für eine Familie sorgen muss, da er oft schon verheiratet ist. Der israelische Student hat so schwere Probleme des täglichen Lebens zu lösen, dass er sich nicht mit politischen Fragen beschäftigt. Dies ist ein großer Verlust für den Staat Israel, wobei ich nicht über Ausnahmen spreche. Im Allgemeinen ist der Student an der Universität Jerusalem daran interessiert, wie hoch die Studiengebühr ist, weil er sein Diplom erhält. Er möchte einige Stunden im Schwimmbad verbringen, er möchte weniger für den Autobus bezahlen und noch weniger Steuergelder an den Staat abliefern.
Ein großes Problem besteht auch darin, dass selbst bei den Wahlen an der Universität die Studenten nur geringes Interesse zeigen. Andererseits vergisst die Universität des Öfteren, und es ist unsere Aufgabe als Studentenvertreter, sie stets daran zu erinnern, dass sie eine Universität für Studenten und nicht nur für Professoren und andere ist. Eines der vielleicht lösbaren Probleme wäre die Sache mit den arabischen Studenten. Die Universitätsleitung hat nämlich den Beschluss gefasst, dass arabische Studenten auf dem Universitätsgelände keine Wache halten sollen. Die Studentenvertretung hält dies für einen Fehler gegenüber den arabischen Studenten. Wir sind der Ansicht, dass der arabische Student ein Teil der Universität ist, ein Teil des Staates Israel und daher auch Wache halten muss. Die Entwicklung der Studentenzahlen in den vergangenen 50 Jahren ist beeindruckend. Der Anteil der ausländischen Studenten, vor allem aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ist in der Statistik überaus hoch. Gegenwärtig sind rund 5000 Ausländer immatrikuliert. Von den rund 18.000 Studierenden wohnen 6.000 in Studentenheimen, davon allein 3.000 auf dem Scopus. Für etwa 800 verheiratete Studenten gibt es besonders preiswerte Wohnungen für Ehepaare und Familien. Der amtierende Rektor, der Mathematiker Professor Michael Rabin, 44 Jahre alt, ist als Absolvent dieser Universität mit studentischen Problemen vertraut. Ich sehe es als große Aufgabe an, als ehemaliger Student den akademischen Vorsitz über dieses Institut innezuhaben und gemeinsam mit der Leitung nach einer Lösung der akademischen und gesellschaftlichen Kernprobleme der israelischen Gesellschaft und der Universität zu streben. Es ist jetzt seit dem Yom Kippur-Krieg mehr als ein Jahr vergangen. Dieser Krieg hat sowohl für den Staat als auch für die Universität eine neue Realität geschaffen. Im vergangenen Jahr kehrten 5000 Studenten, die Kriegsdienst geleistet hatten, zu ihrem Studium zurück. Wir sehen es als großen Erfolg an, dass es gelungen ist, diese Studenten wieder zu integrieren, sie in ihr Fachgebiet einzugliedern und ihnen zu helfen, das nachzuholen, was sie versäumt haben im Kriege. Die Universität macht nunmehr seit 50 Jahren Anstrengungen, der israelischen Gesellschaft zu dienen. Abu Ghosh, ein arabisches Dorf, 13 Kilometer westlich von Jerusalem, 1700 Einwohner. Der Leiter der Grundschule, ein Araber, studierte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Die Zahl der arabischen Studenten an dieser Universität ist in den letzten Jahrzehnten ständig gestiegen. Gegenwärtig sind mehr als 500 Araber und Drusen als ordentliche Studierende eingeschrieben. Omar Othman, der Direktor der Schule in seiner Klasse. ما معنى الرواية؟
Ich habe an der Hebräischen Universität studiert und dort mein Diplom erhalten. Für mein erstes Diplom habe ich Arabisch, islamische Kultur und Pädagogik studiert. Ich setze jetzt das Studium der Pädagogik und Arabisch für das zweite Diplom fort. Ich habe mich stets an der Universität gut gefühlt. Ich bin der Ansicht, dass die Hebräische Universität jedem, der es wünscht, die Möglichkeit zur Ausbildung bietet. Ganz gleich, ob es Araber, Juden oder andere sind. Der beste Beweis dafür ist, dass ich zurzeit als Lehrer für ausländische Studenten im Fach Arabisch tätig bin und mich dabei wohlfühle. Eine arabische Stimme, aus der man die Bereitschaft zur Verständigung heraushören kann. Wie schwierig es ist, eine Verständigung zwischen Juden und Arabern herbeizuführen, kann sich nur der vorstellen, der die Geschichte dieser Auseinandersetzung kennt. Die Freude bei der Errichtung des eigenen Staates wurde schnell abgelöst durch Schlachtenlärm. Der Kampf um Jerusalem war zugleich ein Kampf um die Universität. Vom Waffenstillstand 1949 bis zum Sechstagekrieg im Juni 1967 war Jerusalem eine geteilte Stadt. Das Universitätsgelände am Scopus war in dieser Zeit nicht zugänglich. Auf beiden Seiten forderte der Unabhängigkeitskrieg große Opfer. Für die Universität, speziell für das Hadassah-Krankenhaus auf dem Scopus, war ein Vorfall besonders tragisch. Am 13. April 1948 wurde auf der einzigen Verbindungsstraße zum Scopusberg ein Konvoi von Ambulanzen und Autobussen überfallen. 77 Ärzte, Wissenschaftler und Krankenschwestern fanden den Tod. Ein neues Hadassah-Krankenhaus entstand in Ein Kerem, südwestlich von Jerusalem in den Bergen von Judäa, vor allem durch die Hilfe der amerikanischen Hadassah-Organisation. Seit 1961 befindet sich dort auch die medizinische Fakultät der Hebräischen Universität Jerusalem. Aus der Vielzahl der medizinischen und naturwissenschaftlichen Forschungsbereiche mit einer Reihe international bekannter Wissenschaftler können hier nur zwei zu Wort kommen. Der erste von ihnen ist der Internist Professor Marcel Eliakim, dessen Werdegang eng mit der Geschichte der medizinischen Fakultät verbunden ist. Sofort nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Universität in Sofia den Numerus Clausus aufgehoben und gab den jüdischen Studenten die Möglichkeit zum Studium. Eine geringe Anzahl von Studenten hatte sich an der medizinischen Fakultät immatrikuliert. Im Jahre 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, gab Bulgarien den Juden die Möglichkeit zur Auswanderung. Im Laufe weniger Monate verließen fast alle Juden Bulgarien. Uns Medizinstudenten, die wir in der letzten Phase unseres Studiums waren, standen zwei Wege offen. Das Studium zu beenden und in Bulgarien zu bleiben, oder das Risiko der Auswanderung nach Israel auf uns zu nehmen und zu versuchen, unser Studium hier zu beenden. Wir, das heißt insgesamt 24 Studenten, entschieden uns für die zweite Möglichkeit. Wir wanderten nach Israel aus. Es bestand in Israel noch keine medizinische Fakultät, aber der Wille dazu war vorhanden. Wir kämpften monatelang für die Errichtung
einer medizinischen Fakultät und die Fakultät wurde eröffnet. Unser Jahrgang beendete das Studium 1952. Danach begann eine lange Periode des Aufbaus. Heute, nach 23 Jahren, befinden sich viele Absolventen dieses ersten Jahrgangs der medizinischen Fakultät in Schlüsselpositionen des israelischen Gesundheitsdienstes. כעבור 23-25 שנים, הרבה מבוגרי בית הספר לרפואה והמחזור הראשון הזה תופסים נקודות מפתח במערכת הבריאות בארץ. In einem anderen Gebäude des weitläufigen Klinikums arbeitet die Augenärztin Frau Dr. Batya Meitar, die sich in der Vergangenheit vor allem um die ärztliche Betreuung der Beduinen verdient gemacht hat. Ich kam im Jahre 1922 von Russland nach Israel und begann unter Dr. Tichow, dem berühmten Augenarzt, zu arbeiten. Nach einem Jahr ging ich zu Hadassah und arbeitete dort 30 Jahre lang mit Professor Feigenbaum. Im Jahre 1958 wurde ich pensioniert, aber nachdem ich gesehen hatte, wie viele Erblindungen durch das Trachom verursacht werden, entschied ich mich, meine Arbeit ganz der Bekämpfung dieser Krankheit zu widmen. Ich begann mit Professor Bärenkopf zu arbeiten und es gelang uns, den Erreger des Trachom zu isolieren. Mit einem Team fuhren wir dann in die Negev-Wüste zu den Beduinen und untersuchten die Familien in ihren Zelten. Die Krankheit, so stellten wir fest, ist hauptsächlich eine Ursache der sozialen Verhältnisse. Die Hadassah-Universitätsklinik genießt nicht nur als medizinisches Zentrum Weltruf, sondern sie besitzt in ihrer Synagoge ein künstlerisches Juwel. Die 12 Glasfenster des Marc Chagall. Die Tempelstadt. Für Juden, Christen, Moslems das heilige Jerusalem. Für die Archäologen der Universität Erfüllung eines Traums. Es sind nun fast genau 7 Jahre vergangen, seit wir mit den archäologischen Ausgrabungen im Auftrage der Universität und der Gesellschaft zur Erforschung des Landes Israel im Gebiet südlich und südwestlich des Tempelbezirkes begonnen haben. Für mich persönlich, wie auch für viele andere, war dies ein Traum. Seit ich Ende 1928 eingewandert bin, träumte ich von diesem Unternehmen. So hieß auch einer der ersten von mir veröffentlichten Essays, Jerusalem, vor der Zeit König Davids. Jerusalem, Shelifnei David. Besondere Verdienste um die Ausgrabung von Chazor und Masada hat sich Professor Yigal Yadin erworben.